Die Aktienmärkte starten wohl im Minus und Sie haben guten Grund dazu, denn der Handelsdeal oder dieser Phase-1-Deal, der wird immer unwahrscheinlicher und Donald Trump sitzt jetzt in der Zwickmühle. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das Geschehen heute, gestern Abend. Es ist immer wieder der Handelskrieg, der Handelsdeal, Phase-1-Deal, um das sich alles hier dreht. Gestern Abend, da kam die Nachricht, naja, hier mit dem Phase-1-Deal, das wird wohl nichts mehr in 2019, Deal delayed. Daraufhin fielen nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch die sogenannten Market Implied Odds of a US-China Trade Deal, also die Wahrscheinlichkeiten, die von den Märkten angenommen werden, dass es einen Deal gibt zwischen den USA und China. Dann hat versucht, das Weiße Haus die ganze Geschichte so ein bisschen zu reparieren, hier der stellvertretende Pressesprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, hatte dann gesagt, naja, die Gespräche, die Verhandlungen, die gehen weiter und wir machen Fortschritte beim Text des Phase-1-Deals. Also wieder diese Rhetorik, die versucht, die Gemüter zu beruhigen. Dann ging es weiter, wie praktisch eine Headline nach der anderen dann reinkam. Dann kam Kyla Tausche mit den Aussagen in Sachen Handelsdeal, naja, es wird schwierig, es ist sehr, sehr schwierig hier wirklich voranzukommen. Und dann vor allem hat sich Donald Trump geäußert und gesagt, naja, die Chinesen, die machen nicht genug, um meine Wünsche zu erfüllen, um meine Anforderungen zu erfüllen. Wir wollen uns die Aussagen von Donald mal anschauen, weil sie genau das zeigen, was Donald Trump eigentlich denkt. Hier sagt er mit einem Reporter oder in einem Gespräch mit einem Reporter, der ihn fragt, ja, warum ist dieser Phase-1-Deal eigentlich noch nicht gekommen? Dann sagte Trump, naja, ich wollte es nicht und die Chinesen, die kommen mir nicht so weit entgegen. All diese Aussagen während der Einweihung dieser Apple-Fabrik in Austin, Texas, was für Trump ja ein wichtiger Erfolg ist, um zu zeigen, ja, da kommt die Produktion wieder in die USA zurück. Jedenfalls sagte dann Trump, wissen Sie was, ich habe die Zölle eingeführt und alle haben gesagt, ja, das wird hunderte von Milliarden Dollar kosten, wird die Wirtschaft nach unten ziehen. Und aber wie Sie gehört haben von Tim Cook, dem Apple-Chef, haben wir die beste Wirtschaft aller Zeiten. Der hat sich richtig eingeschmeichelt bei Donald Trump. Trump hat gestern noch gesagt, ja, wir gucken mal, ob wir Ausnahmeregelungen für Apple machen können in Sachen China-Zölle, wie auch immer. We have the strongest economy by far and we are taking in billions and billions of dollars. So we'll see what happens. Also es zeigt wieder einmal, dass Trump wirklich glaubt, im Gegensatz zu allen anderen Ökonomen, dass diese Zölle ihm Geld bringen, dass er sozusagen aus einer Position der Stärke agiert und genau das macht die ganze Geschichte schwierig. Das klingt alles so wie ein bisschen nach Peter Navarro. Dementsprechend sollte man diese Aussagen sehr, sehr ernst nehmen. Dann aber kam heute Nacht, und auch das passt wieder in dieses Headline-Chaos, Aussagen angeblich von Liu He aus zweiter Hand ein bisschen, der gesagt haben soll, naja, ich bin vorsichtig optimistisch in Sachen Handelsdeal. Diese Aussagen angeblich bei einem Abendessen, wo er sagte, ja, ich bin ein bisschen überrascht, auch durch die hohen Forderungen, die die USA stellen. Aber eins haben die Märkte offenkundig, die Algorithmen hier, wie Zero Hedge treffend bemerkt, nicht so ganz geschnallt, nämlich dass die Aussagen vor der Verabschiedung der Hongkong-Resolution des US-Abgeordnetenhauses waren. Und das ist sozusagen jetzt etwas, was ein absoluter Gamechanger ist, denn es ist so, dass das US-Abgeordnetenhaus eben mit 417 pro und nur einer Gegenstimme eine Resolution angenommen hat pro Hongkong. Diese Resolution bedeutet, dass der Außenminister der USA jedes Jahr prüfen muss, ob Hongkong wirklich unabhängig von China ist, ausreichend unabhängig von China ist. Bedeutet, dass erstmal bestimmte Dinge nicht mehr nach Hongkong geliefert werden, die für die Polizei dort vonnöten sein könnten. Und es bedeutet, dass möglicherweise diese Sonderposition, die Hongkong auch in den Verhältnissen zu den USA derzeit noch hat, aufgehoben wird. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz herber Schlag für Hongkongs Wirtschaft, die ohnehin ja schon am Boden liegt. Jetzt ist die Situation schlichtweg die, was kann Donald Trump machen? Der gesamte Senat hat einstimmig, also mit 100-0 Stimmen, diese Resolution mit leicht veränderten Text angenommen. Gestern dann das US-Abgeordnetenhaus, 417-1. Selbst wenn jetzt Trump ein Veto einlegen würde,
würde das wahrscheinlich overruled werden können. Außerdem würde er sich so dermaßen gegen die offenkundige Meinung der Mehrheit der Amerikaner stellen, denn von 517 gewählten Repräsentanten ein einziger, der gesagt hat, nee, will ich nicht, das ist ein Republikaner aus Kentucky übrigens, der wahrscheinlich fürchtet, dass dann Kentucky weniger Landwirtschaftsprodukte nach China exportieren kann. Jedenfalls muss Trump dem zustimmen, das wird die ganze Geschichte weiter verkomplizieren. Und dementsprechend sind diese Aussagen von Leo Hay, dass er vorsichtig optimistisch sei, eben vor dieser Verschärfung der Eskalation gekommen. Denn diese Hongkong-Geschichte, die entwickelt sich immer mehr zu einem Stolperstein. Was haben wir noch? Wir haben gestern ja gesehen, dass die Märkte so ein bisschen unter Druck kamen, hielt sich aber in Grenzen. Dennoch haben wir jetzt gesehen, dass der Dow Jones 2 Tage hintereinander gefallen ist. Das ist, glaube ich, seit dem Jahr 1852 nicht mehr passiert. Weniger als 1% insgesamt, aber es ist der größte Rückgang seit 6 Wochen, meine Damen und Herren. Das sagte schon alles und der S&P hat jetzt seit 28 Tagen keine Bewegung mehr von mehr als 1% gehabt. Das zeigt, wie krass die Dinge derzeit wirklich gelagert sind. Aber schauen wir uns an, was die ganze Geschichte jetzt bedeuten wird in the Charts. Und wir gucken, wenn er denn kommt, zunächst mal auf den Hang Seng Index, meine Damen und Herren, der 1,7% im Minus ist. Die Charts, falls ich es vergesse, noch später von Capital.com, der Hang Seng jedenfalls mit einem Gap nach unten, denn was würde das bedeuten, wenn Hongkong bei den USA diese Sonderstatus verlieren würde? Das wäre eine absolute Katastrophe. Das wird hier eingepreist ein Stück weit. Wir sehen dann, um uns mal von hinten nach vorne zu hangeln, die Bewegung gestern bei Crude Oil. Allerdings ist die Geschichte so, dass wir jetzt eigentlich nur wieder an die untere Begrenzung des verlassenen Aufwärtstrendkanals rankommen. Aktuell 56,80 Dollar. Gold hantiert bei 1471. Der Euro, der beliebt bei 1,1076 zu handeln, auch hier in einer Seitwärtsbewegung. Aber schauen wir uns die Märkte in den USA an. Dow Jones 27.790. Wie gesagt, gerettet hier durch diese vermeintlichen Aussagen von Leo Hay. Alles sehr indirekt aus zweiter Hand. Jemand hat gehört beim Abendessen, dass Leo Hay gesagt haben soll. Dementsprechend ist das, naja, mit ein paar Fragezeichen zu versehen. Man sollte sich eben an die Originalzitate, wie ich sie eben gebracht habe, von Donald Trump, der ja bereits angedroht hatte, ja, wenn es diesen Deal nicht gibt, dann werde ich die Zölle noch stärker erhöhen. Und jetzt kommt Trump eben in die Zwickmühle, A, mit dieser Resolution, mit der Bill des US-Abgeordnetenhauses und B, eben mit der Frist 15. Dezember, denn da werden die Zölle ja angehoben, wenn nichts passiert. Wie gesagt, wir sehen hier diese Reaktion wieder, sonst wäre das ein stärkerer Abverkauf. Hier sehen wir beim Nasdaq diesen Abverkauf eben gestern, dass der Deal delayed ist, dass es also wahrscheinlich in 2019 nichts mehr wird. Der S&P 500 bei 3.104 und der DAX, wo wird der reinkommen? Da muss ich ein bisschen hier die Charts bemühen. Jetzt müsste es gehen, da ist er. Komm, drückt man 5 Stunden auf hier diese Geschichte. Schon kommt was, gell? Das ist wirklich ein Wunder der Technik. Aber der DAX, der wird bei 13.100 um und bei wohl das Licht der Welt erblicken am heutigen Donnerstag. Heute ein paar Konjunkturzahlen. Wir haben gestern gesehen, Aussagen der Fed, da war in Sachen Repo-Markt nur, ja, die Banken haben, einige Banken haben Kapitalpuffer abgebaut, statt wie sie hätten tun sollen, Kapitalpuffer anzuheben. Also es ist scheinbar offenkundig so, dass da doch einiges ziemlich im Argen ist. Gestern hat die Fed auch ein kleines Statement veröffentlicht zu dieser Videokonferenz, die man hatte am 4. Oktober, als man beschloss, oh, wir müssen schnell in den Repo-Markt rein. Und da finden sich dann interessante Aussagen, wie zum Beispiel, naja, vielleicht hätten wir warten sollen, bis wir da was machen am 29. und 30. Oktober. Aber es hätte sein können, dass die Märkte dann auf die Idee gekommen wären, dass die Situation dire und requiring immediate action erfordern könnte, also dass die Situation dramatisch und sofortige Handlungen erfordern könnte. Also man muss das so lesen wie sowjetische Propaganda, ein bisschen so zwischen den Zeilen. Da scheint ehrlich und großartig einiges im Argen zu sein. Die Fed hat das gestern ein bisschen zart angedeutet, aber sich sehr zurückgehalten, logischerweise.
Wir werden bald wissen, was da der Fall ist. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Donnerstag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.